Hallo, mein Name ist Sven Gonzales und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank auch an meine Sponsoren, die mich hier auf meinem Kanal unterstützen. Auch sie würden sich freuen, wenn ihr ihre Seite mal besucht oder bei ihnen auf Mallorca im Geschäft vorbeikommt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 Mallorcas Strände. Und heute, ihr seht schon im Hintergrund, über 30, 40, 50 Meter hohe Klippen. Wir befinden uns am Strand von Calapi. Ein paar Infos für euch, ich blende sie auch gleich nochmal ein. Die Größe des Strandes ist 120 Meter mal 55 Meter. Der Strand ist sehr ortsnah. Und oben, oberhalb des Strandes an der Hauptstraße, sind auch Cafés, wo man sich was zu essen und zu trinken holen kann. Der Strand ist zu Fuß mit dem PKW oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Und der Strand ist natürlich sehr gut besucht. Und ja, also wenn ihr hier hin wollt, kommt relativ früh und sichert euch einen Platz. Das Publikum hier an der Calapi ist gemischt, also Einheimische und Touristen. Er ist leider nicht barrierefrei, da man auch hier, wie ihr sehen konnte, Treppen runtergehen muss. Und die Gegebenheiten sind Sand, also schöner, feiner Sand. Das Wasser hier ist flach abfallend und dieser Strand ist natürlich auch familienfreundlich. Wenn ihr mal hier hin wollt, von Palma ungefähr 40 Minuten, dann seid ihr hier in Calapi an, wie ich finde, einem traumhaften Strand. Und dieser Punkt hier, das ist somit ja, der Punkt, der am häufigsten, glaube ich, fotografiert wird, wo die Leute ihre Selfies machen. Also, jetzt seid gespannt aufs Video und wir sehen uns später nochmal wieder. Thank you.
das war Teil 2 von Mallorca Strände und Teil 2 hat uns zu diesem wunderschönen Strand in Calapi geführt. Kann es noch besser werden? Ich denke ja, wobei das ist schon so ein absoluter Tipp von mir, hier muss man einfach mal hinfahren. Und wir haben ja noch circa 138 Teile vor uns, wo ich euch noch mehr schöne Strände hier auf Mallorca zeige. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, die Glocke drücken und nicht vergessen, den Daumen nach oben da zu lassen und fleißig Kommentare zu schreiben. Ich sag danke, freue mich auf Teil 3 und sag bis bald. Euer Sven Gonzales.